Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, für den vor einer Woche vorgestellten Abgabehund Fino hat sich bisher leider niemand interessiert. Der Beagle-Mischling braucht dringend ein neues Zuhause, da sein Frauchen erkrankte und sich nicht mehr um ihn kümmern kann. Fino ist ein ganz liebes, anschmiegsames Kerlchen. Er braucht Menschen, die ihm seine Hundewelt wieder in Ordnung bringen. Zwei ausgesetzte Katzenmädchen stehen heute im Fokus unserer Vorstellung. Die beiden jungen Miezen werden auf ungefähr ein Dreivierteljahr geschätzt. Wahrscheinlich sind es Geschwister, denn sie sind sehr aufeinander geprägt. Außerdem sind es zwei ausgesprochen hübsche Sandpfötchen. Wenn es irgendwie möglich ist, sollen sie zusammen in ein neues Revier umziehen. Tierheimleiterin Katrin Mattes wäre dankbar, Hinweise zum Besitzer zu bekommen. Vielleicht erkennt die beiden jemand und setzt sich mit der Arche Noah in Verbindung. Auf jeden Fall sind die Miezen Menschen gewöhnt und lieben es, Aufmerksamkeit zu bekommen. Zwei Katzen sind in der Regel nicht mit mehr Arbeit verbunden, eher im Gegenteil. Sie beschäftigen sich gern miteinander und das arttypische Verhalten geht ihnen nicht verloren. Diese beiden Katzenmädchen sollen ein Zuhause mit Freigang bekommen, da sie es wahrscheinlich schon kennen. Sie werden in der Arche Noah noch kastriert, damit ihre neue Familie nicht mit ungewollten Überraschungen rechnen muss. Die beiden bringen mit Sicherheit Schwung, Fröhlichkeit, aber auch Gemütlichkeit ins Leben. Denn es gibt nichts Heimlicheres als eine schlafende Katze auf dem Sofa.